Lippenstift mit der Hilfe von Kleber auftragen? Zahnpasta-Sandwiches essen und die Haare freihändig trocknen? Klingt das nicht irgendwie seltsam? Das liegt daran, dass die heutige Zusammenstellung nur die verrücktesten Lifehacks enthält. Wir haben es probiert. Sie funktionieren. Diese Freunde versuchen, ein Selfie zu machen, aber es will einfach nicht klappen. Entweder ist eine Hand im Weg oder irgendjemand passt nicht ins Bild. Aber wir haben ja einen Selfie-Fuß. Wählt den Selbstauslöser aus. Steckt das Telefon zwischen die Sohle eurer Sandale und eure Zehen. Streckt das Bein aus und findet den perfekten Winkel. Warte, das war nicht meine gute Seite. Die Selfie-Session war erfolgreich. Für diese Make-up-Idee braucht ihr hautfreundlichen Kleber und etwas Maisstärke. Gebt die Maisstärke in einen Behälter und fügt etwas Kleber hinzu. Rührt es gründlich um. Tragt die Mischung mit einem Pinsel entlang der Kontur eurer Lippen auf. Lasst es trocknen und tragt ganz normal Lippenstift auf. Entfernt vorsichtig die Schutzkontur von der Haut. Das Ergebnis: perfekt gleichmäßig bemalte Lippen. Euer Haar ist so elektrisch, dass es Straßen in Las Vegas erhellen könnte? Wir wissen, wie man das Problem los wird. Ihr braucht eine Möbelpolitur mit antistatischen Eigenschaften. Sprüht sie auf einen Kamm. Jetzt kämmt euch damit. Erledigt! Euer Haar ist glatt und überhaupt nicht statisch. Und nun zeigen wir euch, wie ihr die Haut unter euren Augen in Ordnung bringen könnt. Nehmt eine reife Banane und entfernt die Schale. Schneidet zwei gebogene Halbkreise aus. Sehen eure Augen müde aus und hat sich die Haut um eure Augenlider verdunkelt? Diese speziellen Bananenpflaster werden helfen. Legt sie 15 bis 20 Minuten unter die Augen. Die Vitamine und die Fruchtsäuren der Bananenschale verleihen der Haut ein frisches und entspanntes Aussehen. Was kann ich mit einem alten Deo-Roller machen? Wir zeigen es euch. Rollt die Kugel unter einem Wasserstrahl, bis ihr den Rest des Inhalts los seid. Bedeckt den Ball mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme und verwendet es als Massagegerät für Kinn und Hals. Eine regelmäßige Massage mit diesem Spezialwerkzeug strafft die Gesichtsform und entfernt sogar kleine Falten. Ich habe diesen fettigen Glanz im Gesicht so satt! Mattiert eure Haut mit etwas Antitranspirant. Zieht eure Finger über das Deo und mattiert die fettigen Stellen. Tragt es auf die Foundation auf, damit eure Haut nicht leidet. Für diesen Lifehack braucht ihr eine Flasche Fanta, einen flexiblen Schlauch und eine Spritze. Macht mit einem Cuttermesser zwei Löcher in den Deckel. Setzt die Spritze in das kleinere Loch ein und führt den Schlauch durch das größere. Dichtet die Verbindung mit Heißkleber ab. Steckt den Schlauch in die Flasche und dreht den Deckel fest zu. Machen wir noch eine Verkleidung aus einer Schachtel. Schneidet ein quadratisches Fenster hinein. Schneidet ein Quadrat aus einem kleinen Stück Karton aus. Dekoriert die Box mit Aufklebern. Stellt die Fanta in die Schachtel. Schiebt den Schlauch durch das Loch. Deckt die Oberseite mit einem Kartondeckel ab und befestigt einen praktischen Griff an der Spritze. Jetzt habt ihr ein exklusives Gerät im Comicbook-Style. Benutzt den Mechanismus und freut euch über leckere Fanta. Wenn ihr versucht, losen Tee direkt in einer Tasse zu kochen, riskiert ihr einen Teesumpf. Wie kann man das trinken? Es sind fast nur Teeblätter. Neue Nylonstrümpfe kommen zur Rettung. Gießt die Teeblätter in einen Strumpf. Sichert es mit einem Gummiband. Jetzt habt ihr einen unkonventionellen Teebeutel. Gebt den Teebeutel in kochendes Wasser. Wartet, bis der Tee fertig ist und nehmt den Strumpfbeutel heraus. Und keine lästigen Teeblätter mehr. Und jetzt braucht ihr eine Wassermelone und eine große Flasche mit einem Spender. Schneidet die Oberseite der Wassermelone ab. Entfernt das Fruchtfleisch. Gebt Cola in die Wassermelone. Steckt Zahnstocher um die Öffnung herum. Legt den abgeschnittenen Teil auf die Zahnstocher und drückt ihn fest. Schneidet den Stiel mit einem scharfen Messer ab. Steckt den Spender in das Loch und befestigt ihn mit Heißkleber. Stellt ein Glas unter den Spender. Wassermelonen-Cola, das ist mal was Neues. Es ist eine tolle Idee für jede Party.
Und für diesen ungewöhnlichen Hack braucht ihr eine leere Tube Zahnpasta und Kondensmilch. Wascht die restliche Zahnpasta vorsichtig aus der Tube. Sammelt die Kondensmilch in einer Spritze und füllt sie in die saubere Tube. Wollt ihr ein minziges Colgate-Sandwich probieren? Der Traum eines jeden Foodies. Aber anstelle von Zahnpasta bedeckt süße Kondensmilch die Brotscheiben. So ist es richtig, die köstlichen Sandwiches verschwinden im Handumdrehen. Diese kompakte Kondensmilch eignet sich hervorragend für ein Picknick oder einen Spaziergang durch die Stadt. Jetzt zeigen wir euch, was ein Glätteisen für euer Käsesandwich tun kann. Wickelt das Sandwich in Folie. Faltet die Kanten. Drückt mit dem Glätteisen gleichmäßig auf beide Seiten. Wir öffnen das Päckchen und ein leckeres, heißes Sandwich wartet auf uns. Zerschneidet es und der geschmolzene Käse fließt einfach über das warme Brot. Sagt Cheese! Wie immer gibt es im Popcorn Körner, die nicht gepoppt sind. Und ihr wollt jedes einzelne essen. Um diesen Traum wahr werden zu lassen, wickelt die Maiskörner in Folie. Und erwärmt die Folie mit einem Bügeleisen. Faltet sie auseinander. Wow, fertiges Popcorn! Wie lange muss ich den Garten noch wässern? Ich bin es leid, diesen Schlauch zu halten. Teilen wir einen neuen Lifehack mit euch. Ihr braucht einen elektrischen Ventilator. Befestigt den Schlauch mit Klebeband am Lüftergitter. Schaltet das Wasser ein und stellt den Ventilator auf. Während dieses automatische Bewässerungssystem funktioniert, könnt ihr ruhig eine Tasse Tee trinken gehen. Einen normalen Sneaker kann man als Ladehalterung benutzen. Schließt dein Handy an sein Ladegerät an und legt es in den Schuh. Steckt das Ladegerät in eine Steckdose und mit Hilfe der Schnürsenkel wird der Schuh am Ladegerät aufgehängt. Manchmal ist es ziemlich schmerzhaft, einen Ring auszuziehen. WD-40 eilt zur Rettung. Sprüht das WD-40 auf euren Finger. Der Ring gleitet leicht ab. Ihr könnt die Hitze nicht mehr ertragen? Hier ist ein weiterer Lifehack. Ihr braucht ein paar neue Socken und etwas Reis. Gießt den Reis in eine Socke. Knotet sie zu. Legt den Reisbottel in den Eisschrank. Der gekühlte Reis verschafft euch eine Abkühlung. Aber nicht einfrieren! Das Geräusch einer knarrenden Tür kann jemanden verrückt machen. Etwas Fettstift hilft, die singende Tür zu beruhigen. Tragt Lippenbalsam auf die Scharniere auf und verreibt es mit einem Wattepad. Die Stille wurde erfolgreich wiederhergestellt. Wie kann man Ohrringe verstecken, damit sie niemand findet? Ihr braucht einen frischen Apfel. Schneidet ein Rechteck aus. Entfernt das Fruchtfleisch vorsichtig. Macht eine kleine Rille und versteckt den Schmuck darin. Versteckt den geheimen Apfelschmuckkasten zwischen seinen Obstbrüdern. Achtet darauf, dass ihr nicht aus Versehen den Apfeltresor zusammen mit seinem Inhalt esst. Für diesen Lifehack braucht ihr eine Zitrone und eine leere Sprühflasche. Knetet die Zitrone gründlich, damit so viel Saft wie möglich herauskommt. Schneidet die Schale vom Ende ab. Entfernt den Zerstäuber aus der Flasche, kürzt ihn, steckt das Röhrchen in die Zitrone, versiegelt die Verbindung mit Kleber. Natürliches Zitronenspray kann für kosmetische Zwecke und zur Zubereitung gesunder Lebensmittel verwendet werden. Teilen wir einen weiteren duftenden Lifehack mit einer Zitrone. Zerschneidet die Zitrusfrucht in zwei Hälften. Steckt Zahnstocher in den Rand. Stellt eine Kerze in die Mitte und bedeckt die Kerze mit einer Zitronenkuppel. Das verdunstete Zitronenöl und das flackernde Licht verleihen der Luft Frische und der Atmosphäre Komfort.
Ich muss meine Haare trocknen, aber kann mich nicht von diesem Buch losreißen. Ich will wissen, wie es ausgeht. Ich brauche jetzt wirklich noch eine Hand. Für diesen Lifehack braucht ihr einen Schaumstoffschlauch, eine Duschkappe und einen Föhn. Macht einen Schnitt in die Kappe und durchbohrt sie mit einer Nadel. Steckt den Schlauch in das Loch und steckt ihn auf den Föhn. Setzt die Kappe auf den Kopf und schaltet den Föhn ein. Der Effekt ist ähnlich wie bei klassischen Salonhaartrocknern und ihr könnt gleichzeitig euer Buch lesen. Sehr praktisch! Haben euch unsere Lifehacks gefallen? Welcher war eurer Meinung nach der seltsamste? Schreibt den verrückten Gewinner in die Kommentare. Lasst dem Video ein Like da und vergesst nicht, Trum Trum zu abonnieren. Klickt auch auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen.